Ihr Gefühl, jetzt müsst ihr da sein. Ja. Du hattest das richtige Gefühl, dass das Gespräch noch nicht ganz zu Ende war. Was eigentlich wichtig ist, wenn du die Selbstbeobachtung machst, das Trügerischste, was es überhaupt gibt, ist Wünsche oder vorgegebene Meinung. Pass auf, ich bringe ein schönes Beispiel. Das erste Mal wiederhole ich was, was wichtig ist, wenn du zum Beispiel sagst, ich wünsche mir, dass ich gesund werde. Glaubst du, dass du krank bist und deshalb bist du krank? Das habe ich so oft gesagt. Es ist immer wieder die Phase mit diesen Wellen, dass du die Zeit zusammenschieben musst, Vergangenheit und Zukunft ins Jetzt. Und wenn eine Welle auftaucht, ist immer dieser Widerspruch in sich selber jetzt da. Das heißt, es gibt keine Gesundheit ohne Krankheit, so wie es keinen Wellenberg ohne einen Wellental gibt. Aber du machst eben hier die Kurve. Dieses chronologische Denken ist trügerisch. Und jetzt, pass auf, jetzt kommt wirklich was ganz, ganz Wichtiges. Du siehst prinzipiell von unseren, ich bleibe mal bei den 16 Perspektiven, ist immer bloß eine bewusst. Also was du gezielt anschießt, hebst es aber hoch aufs Ganze. Du schaust zum Beispiel in deine Küche rein und dann hast du auf der VR-Brille irgendein Bild aus der Küche. Ob jetzt ist der Kühlschrank, das Fenster, der Schrank, der Herd, das spielt keine Rolle und sagst, das ist meine Küche. Du musst genau zuhören, was ich dir sage. Nein, das ist nicht deine Küche, das Nein, ist eine Facette aus deiner Küche. nein. Du stehst mal vor dem Haus, in dem du wohnst, schaust den Hauseingang an oder die Frontseite an und sagst, das ist mein Haus, in dem ich wohne, das mir gehört oder in dem ich wohne. Dieses Bild ist nicht das Haus. Und genauso ist es, wenn du jetzt sagst, ich wünsche mir, dass ich gesund werde, was normal ist, das denkst du ja nicht einmal. Immer dran denken, wichtig, wirken tut in dir das, der Mechanismus, der im Arbeitsspeicher arbeitet. Die eigentliche das Wirkungskonzept, dieses blaue Ich, das Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm, taucht ja erst auf deiner geistigen Oberfläche auf, beginnt erst zu existieren, wenn du dir bewusst machst, was glaube ich eigentlich? Das ist die Frage, die immer wieder sagst, so, und jetzt denk dir den Ofen hinter dir, wenn du das Programm Ariane laufen hast. Wo war der die ganze Zeit? Der hat nicht existiert. Und jetzt den Ofen in die Existenz, weil ich diese Worte ausspreche, der ist ja auch dein Arbeitsspeicher, ist der auch drin, wenn du nicht an ihn denkst, sonst könntest du ihn ja nicht auf den Bildschirm holen. Du kannst, wenn du anschaust, können nur die Bilder auftauchen, die auf der Datei drauf sind oder im Videospiel. Wichtig ist dabei, dass du dir jetzt bewusst machst, was du glaubst, wenn ich sage, und jetzt mach dir, schau in den Arbeitsspeicher, in deinen Wertesystem und Interpretationssystem rein, was du glaubst. Glaubst du, ich nenne das einmal mit deinem Alltagsunbewusstsein, schönes Wort, dein Alltagsunbewusstsein, glaubst du, dass wenn jetzt du an irgendwas denkst in deinem Leben, an dein Auto, an deine Wohnung, an deine Arbeitskollegen, glaubst du, dass die auch dann da außen existieren, wenn du nicht an sie denkst? Du sollst dir das nur bewusst machen. Es geht mir momentan nicht, dass du irgendwas veränderst, sondern dass du dir das bewusst machst. Das ist nämlich das Ergebnis, in das du dich einsperrst. Und jetzt komme ich wieder zurück, wenn du das verstanden hast. Solange du sagst, du bist krank, dann wünschst du dir, das ist ja logisch, dass du wieder gesund wirst. Und ich sage jetzt, weil du dir wünschst, dass du wieder gesund wirst, bist du krank. Weil verwirklichen tut sich nicht unbedingt deine Wünsche, sondern dein Glaube. Die Grundvoraussetzung, dass du sagst, ich wünsche mir, dass ich gesund werde, ist, weil du glaubst, jetzt krank zu sein, bist du krank. Dass jetzt der Glaube in dir aufgetaucht ist, das konntest du dir natürlich, diese Entschuldigung, diese Krankheit in dir aufgetaucht ist, konntest du dir natürlich nicht raussuchen. Das klingt so kompliziert, aber nur deshalb, weil ich mit Gesundheit und Krankheit arbeite. Wenn ich jetzt zu dir sage hier, jetzt ist es hell, weil du glaubst, dass es hell ist und du glaubst, dass es wieder finster wird, wird es auch wieder finster werden. Aber der Witz ist, es wird jetzt finster werden und es wird jetzt finster sein und es kann auch nur jetzt wieder hell werden und jetzt hell sein, weil mir das, was du dir jetzt wieder in einem Zeitfenster vor dich hinstellst, schieben wir zusammen in dieses Jetzt. Es ist ja schon jetzt auseinandergedacht, so wie du dir alles, was du um dich herum raumzeitlich verstreust. Jetzt hier, wenn du nach Süden schaust, zum Beispiel hier ist Wien. Da ist Bukarest oder Moskau, je nachdem, wie du das verschiebst, es ist immer hier. Es ist immer hier. Alles, was in dir auftaucht, ist hier und jetzt in deinem roten Kopf.
Weil der Kopf wiederum existiert auch nur, wenn du ihn denkst. Und ich habe so kurz angesprochen, es baut sich wie Zwiebelschalen auf. Da ist ein innerster Kern und da legen sich jetzt Schichten drum herum. Es beginnt erst einmal, wenn du an deinen blauen Kopf deckst, dein Schädel. Schädel ist ganz interessant. Das war wieder vielfältig auffächern, mache ich jetzt nicht. So, und jetzt kommt das eigentlich Neue. Der Fehler, du immer wieder merkst, dass ich jetzt welche einreden, ich glaube nicht an Viren. Wenn ich an was nicht glaube, dann existiert es auch nicht. Sobald du das sagst, ich glaube nicht an Viren, gibt es auch den Glauben an Viren. Ja, und das ist dasselbe Prinzip, das ist eine tödliche Falle. Schon wenn einer einredet, der glaubt nicht an Viren, hat er in sich die Angst vor Viren. Er versucht sich das bloß, früher hat man das im positiven Denken auszureden. Um dir das klar zu machen, bringe ich jetzt ein schönes Beispiel. Da habe ich lange rumgegrübelt, wie ich das anschaulich mache. Pass auf, ich nenne jetzt mal eine Sportart, die du vielleicht schon mal gehört hast, aber ich gehe mal schwer davon aus, dass in deinem Bewusstsein das so eine Randerscheinung ist, dass du das eigentlich gar nicht so registrierst. Und zwar gibt es das Spiel Hockey und es gibt jetzt gedacht natürlich in deinem Kopf, weil ich das ausspreche, eine deutsche Hockey-Mannschaft, eine deutsche Nationalmannschaft im Damenhockey. Kannst du googeln, die gibt es wirklich. Und jetzt, was du mit Sicherheit nicht weißt, wenn ich sage, wir gehen jetzt mal einfach davon aus, heuer, ist ja immer heuer, immer jetzt, ist die Weltmeisterschaft im Hockey, auch die Weltmeisterschaft im Damenhockey, glaube ich, die Deutschen waren schon irgendwann einmal sogar Weltmeister, aber jetzt ohne Gewehr, kann man ja mal googeln, dann holst du diese Informationen aus deinen geistigen Archiven hoch und du bist jetzt ein Hockey-Fan, dann wirst du sagen, hoffentlich werden die Weltmeister. Weil im Hintergrund die Angst ist, dass es nicht war. Ja, das ist so. Jemand, der sich aber jetzt nicht für Hobby interessiert, ist dieses Thema, wenn sie oder wenn sie nicht, überhaupt nicht existent. Das genau, existiert genau. In deinem Kopf so gut wie nicht dieses Damenhockey. So, und jetzt setze dafür Viren. Wenn das wirklich nicht in dir existiert, dann musst du auch nicht sagen, ich glaube nicht an Viren. Ja. Weil das du schon sagst, ist irgendwie eine Versicherung, weil du irgendwie gehört hast, es verwirklicht sich ja mein Glaube. Bist du dabei? Ja. Geht es am Arsch vorbei, denkst du da gar nicht dran, weder an das Positive oder an das Negative, dann ist es wirklich nicht da. Kein Thema. Es ist kein Thema, genauso ist es. Und einer, der jetzt sagt, ja, einer, der ich jetzt permanent einrede, das gibt es ja nicht. Ich bringe ein schönes Beispiel, da ist hier Videos drin. Ich sage immer wieder, im Allgemeinen, du musst schauen, wo du dich, wo es dich schon mal durch dein stochastisches Denken hinzieht. Triffst du mehr in den inneren Zeiten, die diesen momentanen Kollektiven waren, vor Angstverbreitung durch Massenmedien und Politik negativ sehen oder positiv sehen? Ja, spannend. Das sind zwei Seiten, die wir haben. Beobachten. Das war das Richtig. Und jetzt feststellen, du kannst dich dabei beobachten, deinen Charakter, wo du positiv resonierst und negativ. Genau, ja. Es gibt so ein schönes Video, ich habe das laufen gehabt, ich weiß jetzt leider den Titel nicht, das spielt aber keine Rolle, da sind viele drin, da wird für und wieder abgewogen und du merkst bei dem für und wieder abwiegen, dass auch hier in diesem Bericht, der im ersten Moment neutral erscheint, von einer extremen Einseitigkeit ausgegangen wird, man steuert zwangsläufig bei dem Abwiegen für für und wieder, steuert man eindeutig in eine Richtung wieder. Es kann eben so oder so sein. Dieser Professor Dr., mir fällt jetzt der Name nicht ein, dieser Virologe, der sagt, es wird alles aufgebauscht. Wenn man das nicht aufbauschen würde, wäre das eine Grippe wie jede andere Grippe auch. Vodevac vielleicht. Das klingt also sehr, sehr Logik, Mansfeld oder irgendwie er heißt. Okay, ja, da gab es keine. Ich habe keine Rolle in deinen Massenmedien. Ich rede jetzt gezielt von deiner Traumwelt, die du, diese Führerscheinprüfungsbogenwelt, die du bekommen hast. Ja. Und das dann, jetzt kommt ganz wichtig. Ja. Also der erklärt es und es ist eigentlich irgendwie logisch, wenn man das sagt, der hat so und so lange das studiert, er kennt den Corona schon so lange, das wird hochgebauscht, das ist so und so. Und du musst das nochmal wissen, es wird für dich immer so sein, wie du letzten Endes es beschließt, dass es ist, wie du glaubst, dass es ist.
Ja, das ging mir auch immer durch den Kopf. Komm gleich nochmal. Und dann Ja. kommt in diesem Video, wird dann umgeschaltet in ein Interview, der wird interviewt. Und dann konfrontieren sie ihn mit Bildern aus Italien. Die sagen aber, das kann man doch nicht wegwischen, was da zurzeit in Italien ist. Das Entscheidende ist, Weißenburg-Vortrag, ein Bild ist ein Bild. Das erste große Problem ist, dass du meinst, wenn du Bilder siehst, ob das Zeitungsbilder sind oder Monitorbilder sind, dass du das zweite Gebot brichst. Dass in dir, mach dir bewusst, was du glaubst, dass du immer noch in dem Wahn lebst, dass wenn irgendwo etwas hier und jetzt in dir auftaucht, du träumst, dass das vorher gefilmt wurde in der Vergangenheit irgendwo anders. Wenn du das nicht überwunden hast, ich sage nochmal, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden. Natürlich nur, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Das heißt, nicht zu niemand, den du dir ausdenkst, wird leiden. Nur du. Leiden kann nur der Traum, der Geist, der träumt. Niemals irgendwelche Figuren in einem Traum. Und jetzt kommt das Verwirklichen. Du kannst Sachen verwirklichen. Ich habe das so oft darauf hingewiesen. Aber es hängt von deinem Glauben ab. Darum ist es so wichtig, dass du dir jetzt in dieser Lebensphase bewusst machst, was du wirklich nach wie vor glaubst. Und du kannst deinem Wunschdenken und dieses Ich glaube nicht an Viren. Wir sind für mich geistlose Schwätzer. Er wird zurzeit schon die Tatsache, dass er mit dieser Prüfung konfrontiert wird, jetzt mit diesen Viren. Und in ihm auslöst, ich glaube nicht an Viren, weil er dann vom Udo gehört hat, vielleicht oder von irgendwem, dein Glaube verwirklicht sich. Das heißt, wenn ich nicht daran glaube, kann ich das auch nicht kriegen. Das ist jetzt in einer etwas komplexeren, wo ich gesagt habe, verwirklichen tut sich dein Glaube. Und wenn du dir was wünschst, das ist in einem gewissen Maße ein sehr versteckter Wunsch. Das ist wie wenn man sagt, ich will gesund werden. Das will er nur, weil er krank ist. So sagt er sich das. Und ich sage, du bist krank, weil du das glaubst. Das ist das wirkliche Drehen um 180 Grad. Warum bin ich jetzt krank? Warum wünsche ich mir, dass ich gesund werden will? Weil ich krank bin. Alles, was ist, dieses Ich bin, heißt, ich bin alles. Dann bist du auch die Krankheit, die du dir ausdenkst. Jetzt wird es natürlich interessant wieder in unserer Vordersprache. Ich weise noch mal darauf hin, das Wort Kol heißt das Weltliche. Kola, die weltliche Wahrnehmung. Kol ha, Krankheit. Ich habe auch erzählt, der sogenannten Temperamentenlehre in der Mystik. Da gibt es vier Temperamenten. Das sind genau wieder unsere vier Quadranten. Die werden in der Regel auch dargestellt mit Smileys. Wir haben unser Plus Minus, unser Minus 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 Plus. Und die in der Plushälfte, die zwar Smileys, die haben zuerst einmal beide einen lächelnden Mund. Und jetzt macht man den kleinen Trick, der Plus Plus hat zusätzlich noch so lächelnde Augen. Und der Plus Minus hat einen lächelnden Mund, aber zwei Minusaugen. Und die beiden Negativen des Minus Minus ist ein heruntergezogener Mund mit runtergezogenen Augen und der Minus Plus ist immer noch der Mund unten, aber die Augen zumindest fangen schon wieder an zu lächeln, weil es wieder ins Plus hochgeht. Diese beiden Seiten nennt man Choleriker und Melancholiker. Chol, Cool. bei Minus ist immer getrennt. Ja. Das Plus Plus ist der Geist, der in nicht denkbar die absolute Einheit ist. Das ist auch von unseren vier Ecken in dem Dalet. Haben wir in dem griechischen Dalet ist ja ein Dreieck, wo eine Seite dicker ist. Das habe ich zigfach schon erklärt. Das ist praktisch dieses Nicht-Denkbare und dieses Plus, Minus ist ja noch Plus, ist ja noch die rote Seite, fängt jetzt an, in sich Divisionen zu erzeugen. Das sind wir schon mal durchgegangen, den Kreis. Du kannst das alles erklären, wenn du es kannst. Aber was mir jetzt hier wichtig ist, ist wirklich, du musst begreifen, du verwirklichst deinen Glauben. Das kannst du dann auch auf die Feuerbrille holen. Aber nur zig Beispiele gebracht, hundertprozentig überprüfbar. Alles, was du glaubst, wenn du in dich reinschaust, dass das da außen auch dann existiert, wenn du es nicht denkst, kannst du prinzipiell mit einem entsprechenden Aufwand auf deine Feuerbrille holen. Wenn du glaubst, dass das da außen nicht existiert, versuchst du das erst gar nicht. Was du von Hören sagen kennst, was du glaubst, was da außen ist, das ist die große Falle. Dass du dich wirklich absolut
reduzieren musst, dass du dir wirklich einmal klar machst, wenn du nur im Bereich des Denkens bleibst. Darum wiederhole ich das immer wieder, alles, was du vom Hörensagen kennst. Ja. Dass du das erst einmal verstehst, wenn ich sage, ihr Menschen, die ihr glaubt, außen zu leben, ihr seht laufend Sachen, die ihr überhaupt nicht seht. Das sind logische Konstrukte. Ja, genau. Reine logische Konstrukte, wenn du eine Zeitung liest, wenn du auf einen Monitor schaust, du siehst jetzt einen Menschen, nein, du siehst keine Menschen, du siehst einen Monitor, genau genommen flackert ein Lämpchen und jetzt spricht auch kein Mensch, du weißt, wie oft ich das schon gesagt habe, sondern jetzt hörst du einem von dir laut, ausgedachten Lautsprecher zu. Mit deinem Konstruktprogramm. Ja. Noch schlimmer ist, wenn du eine Zeitung anschaust, da sind nur Worte drauf. Oder ein Buch liest, ein Fachbuch. Mhm. Und du meinst dann, was du an Vorstellungen aus diesen Worten herausgenerierst und dir in die Vergangenheit denkst oder um dich herum in Raum und Zeit verstreust, wie ich das nenne. Dir muss klar, wenn du lebst in einem absoluten Wahn, dass du meinst, der Denker hätte mit dem, was er denkt, überhaupt nichts zu tun. Mhm. Ja, das ist der Wahn. Du denkst dir Gedanken, die nur sind, weil du sie denkst und die hundertprozentig sicher hier und jetzt in deinem Kopf sind. 100%. Du meinst, du hast mit diesen Gedanken nichts zu tun. Mhm. Bei vielen Fällen, wenn du jetzt an Vergangenes denkst, ist schon da, aber bevor du das erste Mal gedacht hast, so denkst du dir das. Mhm. Aber dir sollte klar sein, was existiert, ist nur, wenn du es denkst. Oder auf der Feuerbrille hast, die vier Stufen der Vergessenheit. Mhm. Das ist hundertprozentig sicher. Und solange du nicht einmal begreifst, was hundertprozentig sicher bedeutet, weil du in dem Wahn deiner Lehrer und Erzieher lebst. Mhm. Wirst du leiden. Wir haben gerade noch so geschmunzelt, weil ich habe ein Lash-Video neues laufen gehabt. Mhm. Und das die Marion daneben, ich mache jetzt eine raumzeitliche Schnickschnack-Geschichte, weil selbst die Marion kriegt mittlerweile so eine feine Antenne bei sich im Krankenhaus und so, was da abgeht, das ist unglaublich. Mhm. Momentan sieht es noch so aus, ich habe das im letzten Selbstgespräch gesagt, das ist kein Witz. In den Krankenhäusern, wo sie kennt und in ihren eigenen, nochmal, seit 17 Jahren ist die im Krankenhaus, es war noch nie so leer wie zurzeit. Die Krankenschwestern, sie war jetzt wieder daheim, wir sind spazieren gegangen, die müssen Überstunden abfeiern. Normalerweise müssen die Überstunden machen ohne Ende, weil sie sich vor Arbeit nicht retten können und plötzlich ist keine Arbeit da. Selbst die Ärzte werden heimgeschickt, die sind alle in Wartestellung, die warten auf den großen Ansturm von Corona-Patienten, die man jetzt schon hochrechnet mit einer gewissen Logik. Mhm. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Mm. Wenn du dich auf das Spiel einlässt. Mm. Kommt ja, in Italien ist es ja schon so, habe ich gehört. Und dann zeigst du mir Bilder. Und sobald du das glaubst, dass das da außen ist, könntest du dich, wenn du da noch über die Grenze darfst, nach Italien fahren. Und dann wirst du das sehen. Wir haben das so oft in den ganzen Kriegsgebieten. Wakes a dog. Jetzt darfst du aber nicht diesen Fehler machen, dass du meinst, das sind irgendwelche Illuminaten, die du dir ausdenkst. Weil die Illuminaten denkt sich auch nur einer aus, der auf seinen Schwamminhalt sich irgendwie den Virus Illuminaten eingefangen hat. Mhm. Mhm. Ja. Da läuft zurzeit auf Netflix eine neue Serie, Unorthodox. Auf die will ich gar nicht eingehen. Das beginnt bei ultraorthodoxen Juden in New York. Da bricht ein kleines Mädchen, ein verheiratetes Mädchen, eine Frau, verheiratet aus. Die sind voll in Kluft. Das ist, denke ich, ein Hospitalismus oder was. Der mhm. Schwamm in hat. Du wärst ein ultraorthodoxer Jude, wenn du in der Familie dich vollgesogen hast. Mhm. Du wärst ein absoluter, radikaler Islamist, wenn du in einer solchen Familie groß geworden bist. Mhm. Du hast dir deinen Schwamminhalt nicht rausgesucht. Dir muss klar sein, dass die ganze Moral, die Religion, die Ethik, die du hast, nur Programm ist. Verschiedene Führerscheinprüfungsbogen. Mhm. Die Heiligkeit erreichst du in dem Moment, wenn du begreifst, ich bin der, der sich das alles ausdenkt. Und dass noch eine unendliche Vielfalt in dir drin ist, wo du noch überhaupt nichts weißt, weil ich das bisher noch nicht interessiert habe. Das war noch nicht von in der Esse. Mhm. Mhm. Die nächste Stufe kriegst du erst immer, wenn du ein Kapitel durchgespielt hast. Erinnere dich einmal hier und jetzt in dein Ariane-Leben, wo du mit dem Jan beim Udo in Ellingen warst, wo er vielen Jahren, ist ja mittlerweile schon fast 15 Jahre her, wo wir GDA gespielt haben. Und dann mussten wir immer irgendwie mit dem Motorrad hochfahren und dann sind wir, wie oft muss man von vorne anfangen, weil immer von ganz oben, kurz bevor diese Ebene zu Ende war, haben wir irgendeinen Scheiß gebaut und dann hat es uns wieder an den Anfang zurückgehauen. Mhm. Ja. Mhm. Genau das ist das täglich grüßt das Murmeltier-Phänomen. Darum sage ich, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, wenn du mir nicht vertraust. Du kannst es auch nicht mehr kommunizieren.
Es mag jetzt für dich den Antrag, den Anschein haben, dass ich mit verschiedenen Menschen kommuniziere, dann hast du noch nie richtig zugehört. Ich sage es, ich erkläre es bloß den, der mich jetzt ausdenkt, der sich jetzt dieses Video anschaut. Als Brösel, der Brösel sieht nichts, der du zu sein glaubst. Mit was hast du die ganze Zeit auf den Bildschirm geschaut? Ja. Mit was hast du die ganze Zeit auf den Bildschirm geschaut? Wenn du sagst, mit meinen Augen, dann schaue ich jetzt rein und frage dich einmal ganz ehrlich, waren die ganze Zeit da, die Augen? Die haben nicht existiert. War dein Kopf überhaupt da, wenn du aufmerksam zugehört hast? Der hat nicht existiert. Und jetzt schau in dich rein, was dein Alltagsunbewusstsein dir im tiefsten Innern suggeriert, was in dich eingeprägt ist. Das ist dein Charakter. Danke, ja. Eine große Falle ist immer noch, wenn du meinst, du müsstest jetzt irgendeiner Figur in deinem Traum an anderen das erklären, dass du es auch glaubst. Das muss dir wurscht sein, was die anderen glauben. Ich sage immer wieder, die Menschen, die du dir ausdenkst, gehen mir am Arsch vorbei. Ja. Was mir nicht am Arsch vorbeigeht, ist der, der mich ausdenkt. Weil ich nämlich weiß, dass es der Einzige ist, der überbleibt. Ja. Ich weiß, dass ich jetzt den Udo ausdenke. Bist du schon ich? Das ist das rote Ich. Weil du wirst nur überleben, wenn du ich wirst. Und jetzt kommt das nächste Problem, das kannst du gar nicht werden, weil du das schon bist, du hast das bloß vergessen. Das ist jetzt das, was du zu lernen hast. Dann wirst du merken, was selbstlose Hingabe bedeutet. Alles, was du dich aufopferst für Körper, ist ein sinnloses Unterfangen. Mach dir endlich mal bewusst, dass alles, was existiert, nochmal existiere, aus dir heraustritt, weil du dir das ausdenkst. Das gilt übrigens auch für jegliche Form von sinnlich wahrgenommener Information. Dass das aus dir kommt. Diese Exkremente. Und spätestens, wenn du den nächsten Gedanken denkst, wenn du den nächsten Blickwinkel auf deine VR-Brille holst, symbolisch, das wieder verschwindet. Es ist letzten Endes alles fürs Klo. Wo gehen die Exkremente hin? Ins Klo. Was bedeutet Klo? Was bedeutet KL? Alles. Ja, alles, sein alles. Ja, und das O hinten? Da machen wir jetzt Waffo dran, dann ja, heißt es ja. Sein alles. Es geht alles zurück ins Klo. In sein eigenes Alles. In sein eigenes Alles. Und darum ist ja auch das hebräische Wort für Essen, Akol. Es schreibt sich Akol. A als Imperfekt, ich werde alles. Absolut korrekt übersetzt. Ich werde alles. Das ist aber noch imperfekt. Die Perfektform ist, du bist es schon. Du kannst nicht das werden, was du schon bist. Das heißt, du musst jetzt eigentlich nichts werden, obwohl du eigentlich schon nichts bist. Jetzt müssten wir die Ichs verschieben, das, was du zu sein glaubst. Das bist du jedes Mal, wenn ich jetzt sage, ich bin dieser Körper. Nein, du bist der, der sich diesen Körper ausdenkt. Und der Körper wird wieder nichts. Das hast du selbst, wenn du nicht mehr an ihn denkst, weil dann kommt diese absolute Verschmelzung. Das ist die Ehe. Und der Ehebruch, die Ehe im Geist, den Ruch haben wir ja schon mal gehabt, ist immer dran denken, der Ruch kann man rot und blau lesen. Blau gelesen, die vier Weltgegenden, dann haben wir unseren Tetraederspiegel, das heißt eine berechnet aufgespannte Kollektion, das beginnt mit dieser 1-4er-Struktur, oder der Kopf ist eine verbundene Kollektion, das ist dann der Geist, rot gelesen. Ein simples Prinzip, aber um das geht's nicht. Darum mache ich immer wieder diese einfachen Sätze. Wir reden hier von dem, was hundertprozentig sicher ist. Und du musst dir dein Alltagsunbewusstsein dir klar machen. Ja. Ein Spiel, das sich ewig hinzieht. Wünsche sind trügerisch. Das war ja in dem letzten, wenn ich welche darauf hinweise. Ich muss immer wieder auf diese untere Ebene gehen, der Reaktionssysteme. Beobachte dich einmal selber, wie einseitig du bist. Wirklich, egal was du anschaust, das geht bei Filmen schon los, wenn du sagst, der Film ist gut und der Film ist schlecht. Wie oft hat er ein Beispiel gebracht, wenn in dir ein Film läuft, dein Leben ist ja auch ein Film, aber wir bleiben aber beim klassischen Film auf dem Fernsehen oder im Kino. Der Film ist einfach nur, indem er läuft. Das Laufen als Ding an sich ist ein ständiges Austauschen von Bildern im Jetzt. Und jedes Aufblitzen eines Bildes ist ein Arrangement, eine statische Struktur, die letztendlich wieder eine Facette von dieser statischen Datei ist im Hintergrund. Es gibt keinen guten und keinen schlechten Film. Ganz statisch.
Neutral. Denken Sie mal wieder bei der Kritik. Eine Bewertung ist immer ein Vergleich mit einem einseitigen Ideal und deine einseitigen Ideale. Das ist dein Gefängnis, das ist deine Logik. Das ist eine schöne PCR hier vom Ich bin du Quadrat im ersten Selbstgespräch, diesen kleinen Auszug, Lernen 1, Lernen 2, Lernen 3. Meinst du, dass du einen Computer, einen ausgedachten Materiehaufen, irgendwas lernst, wenn du ihm Daten eingibst oder hier Software programmierst? Dieses Ding, wenn du diese Daten oder diese logische Struktur aufindoktrinierst, nenne ich das da. Lernt als Ding an sich nichts. Du wirst doch nicht behaupten, dass ein Computerchip was lernen kann, den du dir ausdenkst. Okay, jetzt nehmen wir ein Tier. Ich kann ein Tier auch was antrainieren, einen gewissen Mechanismus. Den Pavlovschen Hund zum Beispiel. Ob du ein Software-programmgesteuertes Ding bist oder ob du ein instinktgesteuertes Ding bist mit einer Grundstruktur, das ist ja nur ein Programm. Oder ein, wie ich es Säugetier nenne, den Trockennasenaffen bei eigener Definition, ein intellektgesteuertes Säugetier bin. Meinst du, dass du einem Trockennasenaffen was lernst, wenn du ihm neue Daten, eine neue Sprache lernst? Meinst du, dass das Ding an sich, das Gehirn, irgendwas verstehen könnte, das du dir ausdenkst? Genauso wenig wie ein Computerchip, den du dir ausdenkst. Das ist dein Glaube. Genau, genau. Das sind alles Level 3 beginnt erst 2, das kann man nachlesen in Ich bin du Quadrat. Lernen 3 beginnt erst in der Ebene dessen, der sich all diese Dinge ausdenkt, der kann lernen. Ich sage es nochmal, setze dich als träumender Geist, der du natürlich auch nicht bist, weil der jetzt auch bloß was Ausgedachtes ist. Ich sage, selbst ein träumender Geist kann nichts lernen, weil der auch nur was Ausgedachtes ist. Ja. Aber dieses Prinzip ist sehr lehrreich. Der wirkliche, rotgeschriebene Geist ist der Einzige, der lernt, und er lernt, weil er träumt. Er lernt von seinen Träumen. Und das lässt dich wachsen, wohin dich das auch wachsen lässt. Immer in eine immer höhere, imaginäre Komplexität, die eigentlich als Ding an sich schon im Hintergrund ist. Das ist die göttliche Bibliothek. Und solange du noch in dieser Riesenbibliothek mit unendlich vielen Bücherregalen, in einem Bücherregal, in einem einzigen Buch, auf einer einzigen Seite, auf einer Zeile drin steckst, weißt du natürlich, weil du nicht von unten nach oben sehen kannst. Das ist, wo ich immer wieder sage, in unserer menschlichen Entwicklung vom Säugling bis zum Greis. Du kannst nicht von unten nach oben sehen, bloß immer von oben nach unten. Du kannst immer nur zurückblättern, was du schon erlebt hast, was du schon gelernt hast. Was noch kommt, musst du dich überraschen lassen. Es ist das Wertvollste. Das, was ich dir sage, ist das Wertvollste, was du überhaupt besitzen kannst. Aber du musst es selber tun. Keiner zwingt dich dazu. Ja, genau. Keiner zwingt dich dazu. Ich zwing dich nicht dazu. Nein, tun. Du bringst bloß auf dich ein. Ja. Ja. Das ist die Sinnlosigkeit und das ist das immer wieder wegglitschen. Wieder besserem Wissen, sage ich. Irgendwo in den Ohren, warum schreibe ich, wenn sich ein Blinder an einen Stein stößt, dann sage ich das. Der stößt sich dran, gut, er sieht nicht. Dann tut es weh, aber ich werde dafür sorgen, dass der Schmerz schnell wieder aufhört. Das war so ein kleines Warnsignal. Wenn ich ihn sehen gemacht habe, und ich habe dich sehen gemacht mit diesen einfachen Sätzen, die ich dir mitteile, und du stößt dich auf einen Stein, sorge ich dafür, dass es richtig weh tut. Aber nicht als Strafe, sondern als Wecker. Du kannst dich jedes Mal, wenn du wieder in die Vergessenheit gehst, weil du so fasziniert bist von der Welt, die du dir ausdenkst, mit einer einseitigen Rechthaberei, egal ob es eine religiöse Rechthaberei ist, eine politische, und jetzt habe ich gerade hier, fällt mir gerade wieder ein, ich habe doch mit der Marion kurz angefangen, läuft der Lesch, ich schaue mir ein Video vom Lesch an, ich habe nur kurz reingezappt, ein Video, wo er aktuell auf die Corona-Krise eingeht. Und das Gesicht von dem Pixelmännchen jetzt vom Lesch, dass diese Wahnsinnigen, die das leugnen, es gibt ja auch welche, die sagen, Einstein hat nicht recht. Wie kann man bloß so blöd sein? Das ist tausendfach bewiesen. Jetzt ist der große Witz, dass da wieder ein Jein ist, wenn er das sagt. Wenn welche behaupten, Einstein hat nicht recht. Ich sage immer wieder, zuerst einmal, bei Holofeeling ist es das Schöne, dass egal, was irgendein Protagonist in deinem Traum, der in dir auftaucht, egal, ob der real auf der Farbbrille auftaucht oder ob er als Pixelmännchen bloß ist oder du denkst in dir nur, weil du einen Bericht liest von angeblich irgendjemandem. Egal, was da behauptet wird, es stimmt. Das ist die schöne
Eigenart dieser Filmperspektiven. Das ist toll, ja. Das ist göttlich. Das stimmt Ich alles. setze Ein bisschen. einen hier, das immer wieder, wenn ich sage, ich setze einen hier, was ich in deine Küche rein und der schaut hier nur das Waschbecken an und sagt, das ist eine Küche. Ja, Ich sage, er stimmt. hat doch ein Ein bisschen recht. bisschen. Das ist das Verrückte, also sehr wichtig. Kein Glaube, keine Religion bietet dir das, was Holofeeling bietet, weil Holofeeling dir das sagt, wenn da was in dir auftaucht, was deiner Logik widerspricht, dieses Problem liegt an deiner fehlerhaften Logik. Immer daran denken, wenn ich von Fehler rede, ist ein Unterschied, ob wir von Fehler reden oder von falsch und verkehrt. Ja. Ein Riesenunterschied. Das verkehrt, gehe ich nicht nochmal drauf ein. Das ist die Kehrseite zu deiner Vorstellung von richtig. Falsch ist, da ist dir das nicht bewusst. Falsch kommt vom Faller. Ist eine Falle, wo du reintappst. Fehlerhaft, da ist dir klar, da ist was da, aber da fehlt noch was. Das hast du zu vervollkommnen. Aber du wirst erst So ist. feststellen, dass dir das gelingt, wenn du anfängst, demütig das als wichtig und richtig zu akzeptieren, was dir bisher fehlerhaft, Entschuldigung, was dir bisher fehlerhaft oder genauer verkehrt erschienen ist. Dass du plötzlich merkst, das ist ja auch richtig. Dann setzt dir der Heilungsprozess an. Genau, super. Ich sage immer wieder, bei Einstein haben wir ja zwei Sachen. Wir haben zuerst einmal die spezielle Relativitätstheorie, die ist perfekt. Wenn man den Wurzelbegriff noch versteht in dieser kleinen Formel der Lorentz-Transformation, wo das aufbaut, und man versteht dann wirklich, was das E ist, eigentlich bei Einstein, ich weiß immer darauf hin, heißt es E Quadrat. Das, wenn man meint, das ist eine Kleinigkeit, dieses E ist mc Quadrat, das ist eine von Arithmetikern runtergekürzte Formel, im Original steht da E Quadrat ist m Quadrat mal c hoch 4. Dieses c hoch 4 ist sehr wichtig, weil das unsere vier Phasen sind. Du kannst damit viele Kleinigkeiten machen. Ich muss einmal, ich hoffe, das hinhaut. Ich tue mal den Bildschirm schnell übertragen. Warte mal einen kleinen Moment. Ich tue mal den Bildschirm übertragen. Da fällt mir nämlich gerade was ein. Ich will dir mal Fantasie zeigen, was Fantasie ist. Und zwar gehen wir mal in den Geometrie Explorer. Ich muss den Ding noch aufmachen, den Dennach. Den können wir dann gleich. Ich mache den gleich einmal vorne weg auf. So. So, wenn wir jetzt da reingehen, wir haben jetzt erst einmal das Wort Ich. Ich kann ja Ich hebraisieren. Es ist immer das Schöne bei uns, wenn wir das Ich setzen, ich mache dich einmal da oben weg, wenn wir das Ich setzen, will ich jetzt gar nicht lesen, da haben wir ja die 18. Und wir können das natürlich dann spiegeln, den Wert 18. Interessant, schau mal, da ist ein Ich. Das ist natürlich nicht das hebräische Wort Ich. Ich habe jetzt nur die hebräischen Buchstaben ICH, also das Chat ist ja ein Buchstabe im Hebräischen, wie wir ja wissen. Kann man sich durchlesen, wenn man will. Da haben wir jetzt den äußeren Wert und den inneren Wert 18. Da könnte ich sagen, das ist das rote Ich, der Totalwert. Und der äußere Wert ist ein blaues Ich. Der Atbasch, der gespiegelte Wert, ist 100. 100 Kopf heißt der Affe. Da steckt das Wort Affinität mit drin. Darum ist der verborgene Wert, ich gehe jetzt nicht genauer darauf ein. Dieses rote Ich ist nichts und dann haben wir hüben 4, hüben 3 und drüben 3. D3, 4 Spiegel und drüben 3. Sobald wir 4 Spiegel, müssen nochmal 4 Spiegel da sein. Der Pyramidenwert ist die 820. Bei der 820 denkst du immer an die vier Oktaven der Zeichen. Aufgereiht von 1 bis 1000, wobei es eigentlich nur 27 Zeichen sind, weil das erste und das letzte Zeichen des Aleph als Elef ausgesprochen dann das 28. Zeichen ist. Das ist Aleph und Elif ist praktisch wie nichts und alles. Ist schon sehr interessant. Das kann man natürlich jetzt umdrehen. Einfach spiegeln, dann kriegen wir Chi. Chi ist ja das hebräische Wort für Leben. Das Lebendige schlechthin. Haben wir wieder ein rotes Lebendiges, ein blaues Lebendiges, den Atbaschwert, das bleibt sich zwar alles gleich. Das Einzige, was sich verändert, ist der Pyramidenwert. 26. Okay? Interessant. Das Lebendige, Jahwe, du wirst ja erst lebendig immer dran denken, Jahwe ist nur ein anderes Wort für Adam. Sege Ich erst lebendig. venikaba. JHWH. Ja. So, jetzt wenn wir aber unser Ich anschauen, ist ja das Eigenartige, dass unser Chat wir in unserer Schrift als CH schreiben. Okay, wir machen ja aus dem Chat, Ja, CH raus. Ja. ne? Wenn ich Ja, mir ja. hinschaue, CH. Ja, Jetzt machen ja. wir einfach mal Folgendes.
wir geben jetzt einmal das Ich ein, und zwar setzen wir für das C, machen wir ja auch ein G. Das G, das Licht, ist ja der Geist. Mhm. Ich bin immer noch bei C hoch 4. Mhm. Okay, dann kann ich IGH schreiben, es steht ja auch dieselben Buchstaben, jetzt IG ist gleich C, ich. Ja. Bist dabei? Ja. Dieses Ich ist bemühen, bekümmern, betrüben, beinigen. Das hast du aber auch erleuchtet, er glänzt. Im Alten ist es eigentlich, da ist noch eher betrübt. Das siehst du, das sind ja. In den weltlichen Wörterbüchern ist mehr der negative Charakter und dieses Leuchten, das Glänzen, das Strahlen wird eigentlich gar nicht beachtet. Mhm. Das sind wir zuerst einmal, göttlicher Geist ist die Quintessenz. Intellektueller Gehirnverstand erzeugt die Wahrnehmungen. Ist eigentlich selbst als Ding an sich, ist das Gehirn schon eine Wahrnehmung. Eine intellektuelle Wahrnehmung ist das Gehirn selbst, das sich selbst wahrnimmt. Darum sage ich immer wieder, deine materialistische Logik schreibt dir vor, dass alles, was überhaupt in dir auftaucht, muss in deinem Gehirn drin sein. Sonst siehst du es nicht. Jetzt mal gesprochen, ob dich irgendwas beißt, was zwickt, du spürst es erst, wenn dieses Signal in deinem Gehirn angekommen ist. Mhm. Okay? Ja. Auch alles von dir sinnlich wahrgenommenen, was angeblich in Form von nicht sichtbarem Licht in dein Auge reingeht, Lichtsignalen, das ist ja der Einstein, ich bin noch beim Einstein, oder in Form von Schallwellen, die auch nicht sichtbar sind, in deine Ohren reingehen, das wird ja dann umgewandelt in der Retina und in der Cochlea in sogenannte elektrochemische Signale, die in den Thalamus weitergeleitet werden, Schlafzimmer und dann weiter in diese Gehirnregion und dann siehst und hörst du was. Du musst akzeptieren, dass dein Glaube dir vorschreibt, es muss in dir drin sein, in deinem Gehirn, sonst kannst du es gar nicht sehen. Mhm. Jetzt sage ich ja immer noch dazu, ganz wichtig, ich sage jetzt immer noch dazu, wer oder was ist es, was dann in dem Gehirn das sieht, was in dem Gehirn drin ist? Existiert das Gehirn überhaupt, wenn du nicht an das Gehirn denkst? Die Fragen beantworten sich von selbst, wenn du an etwas nicht denkst, existiert es nicht. Wieso ich jetzt diese eigenartige Floskel bringe? Ja. Darum habe ich den dennoch aufgemacht. Mhm. Pass mal auf. Dieses Wort kommt ein aller einziges Mal vor. Die drei. Okay? Mhm. Und zwar im Hiob. Ganz interessanter Vers. Mhm. Hiob 18,5. Das heißt, ich fange an wahrzunehmen. Wir fangen mal mit dem 4 an. Du, der sich selbst zerfleischt in seinem Zorn, soll um deinetwillen die Erde verlassen werden und ein Fels weggerückt von dieser Stelle. Ich bleibe mal im Deutschen. Zerr, die Geburt einer Berechnung. Mhm. Zu Form werden. Mhm. Das heißt, es fleischt. Das ist das Wunder der Gestaltwerdung. Du bist dabei, Ariane, ich weiß es. Ja, klar, ja. Hm. Es fleischt. Weil du dich selbst zerfleischt. Ja. Das ist ein Zuformwerden, ist immer ein Wunder der Gestaltwerdung. Im Zorn. Wir wissen, was ist der Zorn? Die Nase. Oder? Das war jetzt im Original, pass auf, wir schauen uns das einmal an, in der 4. Das Zerreißen. Gespiegelte berechnendes Wissen. Öffnung ist das Kapitel 4, im Vers passiert es 4. Deine Nefesh, seine Nefesh. Nefisch ist die Seele. Mhm. Existenz einer gewussten Logik. Mhm. In deinem Aff, in deinem schöpferischen Wissen, in seinem schöpferischen Wissen, es geht jetzt von dem Ausgedachten. Mhm. Okay? Mhm. Jeder lebt in seinem, das ist Bet, Präfix, Suffix, ab ist Zorn. Ja. Das ist praktisch eine zur Form gewordene Existenz und das ist immer eine Nefesh. Das heißt, wenn es von der Nefesh geht, es ist immer die Person, wird hier über das nennt man auch die Tierseele, das Geschöpf, das Lebewesen. Wir sind beim Qi, gell? Ja, ja. Das ist ja dieses Ich. Ja, In seinem Zorn. Ich will jetzt da gar nicht weiter reingehen, um deinetwillen. Was mir wichtig ist, jetzt geht es dann weiter mit dem Vers 5. Doch das Licht der Gesetzlosen wird erlöschen und nicht leuchten wird die Flamme seines Feuers. Und das ist dieses Licht der Gesetzlosen. Das ist dieses Ich. Okay. Das heißt, Leuchten, dieses Leuchten, das Licht der Gesetzlosen, was von hier heißt. Ja. Ja.
Das ist ja dieses IG ist gleich CIGH, dieses Ich, das ist glänzt, ja. Es leuchtet. Es leuchtet eben nicht mehr. Ja, ja. Und das ist interessant, was hier heißt, wird die Flamme, das nicht Fünkchen der Geistesfunken, dieses Ich, das ist jetzt zwar rot, weil das ich ja gesucht habe, das ist das blaue intellektuelle, der intellektuelle Gehirnwahrnehmung. Ja. Okay? Ja, eines genau. Geistesfunken. Ja. Wird zu seinem Feuer, zu seiner schöpferischen Logik, Asch, blau gelesen. Mhm. Was genau genommen kein Feuer ist, sondern bloß eine Glut. Glut heißt der Geist, das Gehirn steckt in einer Hülle. Ja, ja. Denk an das Blut, Blut heißt in einer Hülle stecken. Jetzt wird das Gehirn zur Hülle selber, weil du im Zentrum des Gehirns sitzt. Ja, ja, passt. Weißt du, dass da das Prinzip steht, wo ich dir erkläre, was du, wieso das da drin steht? Weil ich das so gemacht habe. Das ist das Grundprogramm, das ist jetzt die erste Struktur. Das Licht wird finster in seinem Zelt. Zelt ist der Schatten. Ich bleibe jetzt nur im Deutschen hebraisiert. Okay. Ja. Und die eigentliche Lampe erlischt über ihm. Das ist, und in dir wird praktisch von mir ausgeschalten die Lampe im Projektor. Mhm. Wir sind in der Endzeit, Kleines. Mhm. Du musst dir aber keine Gedanken machen. Das heißt, wenn wer angebissen hat, den ziehe ich dann sowieso raus. Wenn er sich wehrt, dann lasse ich ihn halt nur wenn strampeln. Mhm. Mhm. Also immer wieder, ich drohe nicht, ich bin Liebe. Das war das Thema. Ich warne dich vor was. Mhm. Mhm. Und es geht nicht, dass wenn du sagst, das verstehe ich nicht. Das ist schon wieder das Ego, das sich aufbäumt, weil es zu bequem, zu faul ist. Du musst dir nur mal bewusst machen, wie viel Zeug für dich interessant ist. Jetzt kommt mal wieder diese schöne Roswitha-Geschichte ein, Jahren, wo ich erzählt habe. Ja. Wo der die Schrift weitergibt von mir vor vielen Jahren. Das, glaube ich, war das dritte Selbstgespräch. Ich bin alles. Soweit ich mich darüber erinnere. Mhm. Also sehr lang um das Jahr 2000 war das. Mhm. Wo es weitergibt und die 3 Monate später ruft die bei mir an, ob ich nicht wieder mal komme oder wenn ein Vortrag halt. Und ich frage sie, ob sie das schon gelesen hat. Und dann sagt sie zu mir, ich habe noch keine Zeit gehabt. Und ich sage, weißt du in diesen 3 Monaten, wie viel Scheißdreck die sich an Bildzeitungen und Fernsehberichten reingezogen hat und hat eine neue Offenbarung dort liegen? Die nehmen das nicht für wichtig. Und dann sind die für mich auch nicht wichtig. Mhm. Und immer dran denken, es ist jetzt hier, dass du dein Leben ja gar nicht verändern sollst. Es wird sich verändern. Ich sage, mich misch mich nicht ein, spiel deine Rolle weiter. Das Einzige, was ich mir wünsche für dich, nimm dir die Freiheit, dich immer wieder jeden Moment zurückzuholen. Ob du spazieren gehst, wenn plötzlich ein Auto dir bewusst wird, dass ein Auto neben dir auftaucht. Dass du dich jetzt fragst, wo war jetzt das die ganze Zeit? Und dann schaust du wieder in dich rein und machst dir bewusst, inwieweit glaube ich, dass das Zeug da außen ist. Mhm. Ich nicht dran denke. Und du brichst das zweite Gebot und dieses zweite Gebot wird dir das Genick brechen, wenn du das brichst. Irgendeins dieser Gebote. Mhm. Ja. Und es beginnt mit, mach dir kein Bild von dir selbst. Du bist ein Gotteskind. Sonst würdest du mich jetzt nicht sprechen hören. Also es ist kein intellektuelles Wissen gefragt. Darum sage ich immer, wenn einer sich da rausredet, ich verstehe das ja nicht, dann hörst du schon wieder nicht zu. Ich sage, du musst die hebräischen Zeichen nicht wissen, weil ich ja mit vielen Reifestufen gleichzeitig arbeite. Ich bringe immer so gern mein altes österreichisches Bergschule im 18. Jahrhundert, wo von der 1. bis zur 7. Klasse alle Schüler in einem Klassenzimmer sitzen. Ja. Ich muss die gleichzeitig machen. Ja. Darum ist für jeden ein bisschen was dabei. Mhm. In der Demut. Und es passiert, du musst ja nichts tun, du musst es nur geschehen lassen. Dich ruhig halten. Mhm. Einfach mir vertrauen, ich erkläre dir, was du bist. Und ich garantiere dir, ob du es glaubst oder nicht, du wirst ewig da sein. Du wirst dieses Spiel nicht aufhalten können. Die Frage ist, in was für eine Welt denkst du dich hinein? Und was dann die derzeitige Basic-Logik hergibt an Vorstellungen von schöner Welt, sage ich dir gleich, du bist noch so närrisch, dass das eine Welt voller Einseitigkeiten ist. Weil du würdest dir, wenn du jetzt wählen könntest, eine Welt dir ausdenken, wo alle glücklich sind, wo alle gesund sind, fröhlich sind, reich sind vielleicht, wo es keine Krankheiten mehr gibt. Aber all diese Dinge haben ein Gegenteil. Und die Vollkommenheit, eine vollkommene Welt ist komplett anders aufgebaut. Es wäre eine fehlerhafte Welt. Ja.
Weil wenn du irgendetwas, was du prinzipiell denken kannst, nicht mehr haben willst, die schöne Geschichte mit dem Puzzlestückchen, braucht du alle. musst einen Zustand kriegen, wo alles, was in dir auftaucht, von dir überhaupt kein Bedürfnis mehr ist, dieses Puzzlestück, diesen Gedanken, Putzel, ausgestreute Schatten, ausgebreitete Schatten, die passen lückenlos wieder ineinander, die sind eigentlich nie zerbrochen. Und immer daran erinnern, in dem Moment, wo du ein Buch liest und dir Worte ausdenkst und aufgrund der Worte dann Bilder und Vorstellungen in dir aufbaust, die du vor dich hinstellst, obwohl sie in dir drin sind. Zwei Seiten sind jetzt die da außen. Ist jetzt das grüne Mastmännchen, das du dir auf dem Mond denkst, ist es auf dem Mond oben oder ist es in dir drin? Ist der Mond, den du dir jetzt ausdenkst, da außen irgendwo oder ist er in dir drin? Das wäre jetzt fast eine Kategorie-2-Frage. Ich sage, das hängt davon ab, wo du in dir hindenkst, aber in Wirklichkeit ist doch beides gleichzeitig da. Ein imaginäres Außen. Ja, als gut. Der Geist, ja. Da gibst du ein imaginäres Außen. Mhm. Du musst jetzt bloß auf deine Brille schauen und dann hast du ganz klipp und klar ein Stück vor dir einen Monitor stehen. Mhm. Der aber deine Information ist. Ist er jetzt innen oder außen? Ich sage, nein, in der Mitte. Weil das Innen und Außen erfordert schon wieder einen ausgedachten Kopf und einen Gegenstand vor dem Kopf. Und ich, wenn du normal denkst, sagst du, ist jetzt der Monitor hier? Ich mache das einmal von der Seite gesehen. Ist der Monitor hier oder ist er hier? Okay? Mhm. Ich sage, nein, genau in der Mitte. Es ist alles in dem roten Kopf. Mhm. Und es wird in eine Peripherie schon verstreut. Das sind auch die ruhenden und die bewegten Beobachter. Mein berühmtes Beispiel mit dem Glas. Bing! Warum kann hier der Löffel die Glaswand nie bereichen, wenn wir hier mit dem Löffel das anstoßen? Weil sie nicht auseinander sind. Wo ist das? Hier. Wo ist das? Hier. Was du um dich herum ausdenkst, ist immer im Zentrum. Mhm. Sofort überprüfbar. Man muss nur wach werden dazu. Und dieses Spiel ist eigentlich ein Loslassen von der dogmatischen Logik, mit der man noch arbeitet. Genau, ja. Das Loslassen ist nicht, dass man die nicht braucht. Auch deine jetzige Logik ist ein wichtiges Puzzlestück zum heiligen Ganzen. Ja. Dann wirst du plötzlich merken, dass die Führerscheinprüfungsbogen, diese falschen Antworten, ich sage immer Fehler, normal gesprochen, eigentlich ist das ja gar kein Fehler nicht, sondern eigentlich eine falsche Antwort. Oder trügerische Antwort in Bezug auf ein Regelsystem, weil die Straßenverkehrsordnung sind ja richtige Antworten und alternativ verkehrte Antworten in Bezug auf ein einseitiges Ideal. Wir können ja die Straßenverkehrsordnung anders gestalten, zum Beispiel links vor rechts. Und das Rechte rechts vor links wesentlich logischer ist. Weil Recht ist immer Recht, richtig, aufrichtig. Links ist umgedreht, ist linkisch. Linkisch. Das ist ja, darum ist diese 180-Grad-Drehung so wichtig. Wenn ich einen Strumpf oder Hemd auf links drehe, dann kehre ich das Innen nach außen. Das ist die linke Logik. Das Rechte kehrt praktisch das Äußere wieder nach innen. Wir reden jetzt nicht politisch. Du wirst feststellen, im Politischen ist das Prinzip dasselbe. In Bezug auf die Nation. Natio heißt der Geburt. Wenn was geboren wird. Auch das ist fürs Klo. Alles fürs Klo. Alles, was da rauskommt, muss wieder hineingehen. Alles, und genau genommen alles. Ist bloß ein ausgedachter Kreislauf, ein vorgestellter Karai SL auf. Ja. Klingt alles so kompliziert, der absolute Heilungsschlüssel. Aber nur für den Geist der Träume, niemals für die Figuren in einem Traum. Es gibt eine Riesenfreiheit, wenn du das einmal begreifst, dass es keinen Sinn macht, irgendwas Existierendes, was ausgedacht ist, für längere Zeit am Leben erhalten zu wollen. Auch hier, mach dir bewusst, was ich jetzt sage. Spätestens, wenn du an was nicht mehr denkst, existiert es nicht mehr. Du kannst es natürlich dann wieder denken, wieder neu erschaffen, aber es ist dann vollkommen neu erschafft. Wie die Gnade. Die Gnade bleibt gleich, wenn wir die umformen. Ich kann immer wieder die gleiche Figur machen. Dann mache ich wieder was anderes aus derselben Gnade und mache dann wieder die gleiche Figur, die gleiche Figur. Das, was gleich bleibt, ist nur die Gnade.
Das, was in einem Traum immer gleich bleibt, jetzt nicht immer dasselbe ist, muss ich sagen, Entschuldigung, Dasselbe ist ist, der ja. Geist, der träumt. Es ist Ja, immer derselbe Geist. ja. Und es führt uns dann zu der Weisheit des Altertums, das natürlich nie in der Vergangenheit war, sondern intellektuelles Wissen ist. Ein Bischof Berkeley, ein Philosoph, der sagt hier, macht ein Baum eigentlich ein Geräusch, wenn er umfällt? Das ist übrigens Etz. Schreibt sich eine augenblickliche Geburt. EZ, Etz. Macht ein Baum ein Geräusch, wenn er umfällt, wenn keiner da ist und es beobachtet und zuhört? Und auch der Bischof Berkeley hat einen großen Fehler. Das ist zwar eine sehr interessante Frage, dieses Esse est percipi, was dann heißt, sein heißt wahrgenommen werden. Das ist eigentlich existieren, wenn du etwas existierst. Du kannst nur was wahrnehmen, wenn es zu existieren anfängt. Ja. Das wird ja übersetzt mit sein heißt wahrgenommen werden. Aber sehr trügerisch, weil was für sein? Das blaue Sein? Ihr meint ja das blaue Sein mit Er Esse. meint das blaue Sein, Das ja. Esse wieder hebraisiert heißt tun, machen, handeln. Das ist ein Faktum. Eine hier und jetzt überprüfbare Tat ist, dass du was denkst. Das ist die Tat. Darum ist ein Faktum eine Tatsache. Eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Beziehungsweise ein Ereignis wird es dann noch übersetzt. Alles, was du hier und jetzt in dir erschaffst, ist eine Tatsache. Dass du es erschaffst und dass du durch dein Schöpfen, aus dir herausschöpfen, eine Gedankenwelt aufschmeißen, eine Vorstellung, was genau genommen jede Vorstellung ist, eine Information. Jede von dir erschaffene Vorstellung ist eine Information von dir. Und in tiefster Tiefe glaube ich, dass du mit all dem Zeug, das du dir denkst, nichts zu tun hast. Nach wie vor. Jetzt sind wir ganz ehrlich, glaubst du wirklich, dass es ein Udo gibt, wenn du ihn nicht ausdenkst? Irgendwo da außen? Schau in dich rein, was du glaubst. Und wenn du das glaubst, hast du noch ein Problem. Und wenn du es nicht mehr glaubst, kommt der nächste Fall, dann kann sich deine Hybris aufblähen. Weil du immer noch dich personifiziert denkst und meinst, du hättest irgendwas verstanden. Ich weiß ja jetzt alles. Der, der weiß, ist nicht denkbar, der bläht sich auch nicht auf. Genau. Und die, die in dir auftauchen, die vorgeben zu wissen, alle, die in dir auftauchen und vorgeben zu wissen, die werden in dir nur noch ein stilles Schmunzeln hervorrufen. Wie soll ich mal schaust du, die Deppen in ihrem großen Wahn. Die Lesch und Konsorten, die Politiker, die meinen, die Welt retten zu müssen. Die Menschheit. Ja, ist wirklich zum Schmunzeln. Sterbliche per Definition, Zum möglichst Schmunzeln. lange am Leben halten zu wollen. Der Ja. Lüge, wo sie sich hineingedacht haben, wo sie übrigens nichts dafür können. Ich verführe das Bewusstsein in meinem Spaßspiel, dass ich nicht zu niemandem, den ich in diesem momentanen Roman darstelle, vorwerfe, dass er so ist, wie er dargestellt wird. So ganz einfache Beispiele. Okay, Kleines, jetzt lassen wir es gut sein. Danke. Ich sage danke. Was wäre ich ohne dich? Ciao.